auch wenn es nicht so aussieht. Hier handelt es sich um Sport. Der Braveheart Battle ist das härteste Hindernisrennen Europas. Okay, jetzt wird's kritisch. Sag mal, kann man das überhaupt noch Sport nennen? Ja, das ist eine sogenannte Fun-Sportart, die eigentlich irgendwie auch Spaß macht. Ach, scheiße. Ich komme hier nicht raus. Aber es geht noch bis zum Ziel, oder? Ja. Wir wollen es hoffen, wenn ich hier rauskomme. Der Mann im Matsch mit den hochhackigen Stiefeln heißt John Carver. Sein Hobby? An die körperlichen Grenzen gehen. Und die hat er gerade erreicht. Oh. Ah. 24 Stunden vor dem Rennen in Frankfurt. So kurz vor einem Extremsport-Event trainiert John heftig. Normalerweise. Diesmal ist ihm etwas dazwischen gekommen. Mich hat's am Anfang der Woche umgehauen. Ich hatte eine Erkältung bekommen. Wahrscheinlich von meinem Neffen. Die Kinder, die kriegen im Kindergarten die schlimmsten Viren. Den habe ich jetzt abbekommen, leider. Und ich war 1,5 Jahre war ich gesund. Und jetzt, eine Woche vorher, hat es mich dann umgehauen. Ich sehe aus wie der Tod, ja, letztendlich. Aber auch die Vorbereitungen, die sind nicht optimal gelaufen. Und ich bin mir nicht sicher, je nachdem, wir haben ja einiges vor da, ich bin mir nicht sicher, ob das auch machbar ist. Doch machbar ist für den Frankfurter, der im Hauptberuf Software programmiert, erstmal alles. Dass ihn eine Erkältung aufhalten könnte, eher unwahrscheinlich. Sein Hobby ist nämlich, die weltweit berühmtesten Sportevents zu besuchen und zu bestehen. Ob beim Marathon des Sables in der Sahara, dem Cheese Rolling in England oder dem Stierrennen in Pamplona. Er sucht die Extreme. Ein Adrenalin-Junkie mit Ironman-Ausdauer war John allerdings nicht immer. In der Jugend war ich sehr, sehr dünn und schmächtig, war eher so der Außenseiter in dem Sinne. Dann fing ich an mit ein bisschen Kraftsport. Aber 2000 habe dann immer getölt, irgendwann mal mache ich einen Ironman und sowas in der Richtung, wie man das so macht bei Freunden. Und tatsächlich, irgendwann mal kam der Ironman 2002 nach Frankfurt. Und dann hatte ich keine Ausrede mehr und musste das machen. Habe es dann innerhalb von 5,5 Monaten geschafft. Seitdem hat er an zahlreichen internationalen Wettbewerben teilgenommen. Medaillen und Urkunden lagern bei ihm auf der Toilette. Hier sind so ein paar Auszeichnungen, die ich bekommen habe. Hier ist zum Beispiel der Tough Guy. Hier ist ein Guinness-Buch-Weltrekord, den wir gemacht haben mit den meisten angeketteten Läufern, die einen Marathon laufen. Dann hier ist der Marathon des Sables, 240 Kilometer durch die Wüste, durch die Sahara. Ein Marathon rückwärts. Diese Auszeichnungen bringen eigentlich nicht viel, deswegen ist hier ja nur ein ganz kleiner Teil da. Letztendlich der Spaß in der ganzen Truppe, das ist das Wichtige bei mir. Also so diese Einzelsportarten, natürlich, das ist eine Selbsterfahrung, die man da macht. Das heißt, man setzt den Körper an die maximalen Grenzen und man lernt daraus unglaublich viel. Aber letztendlich, der Spaß ist so der Faktor, der Nummer-1-Faktor. Dass der Spaß nicht zu kurz kommen darf, sieht man auch am Equipment, das John für den anstehenden Braveheart-Battle mitnehmen will. Doch es steckt noch mehr dahinter. Ich versuche, diese Extremstläufe, diese wirklich schwierigen Läufe noch etwas schwieriger zu gestalten. Und dementsprechend habe ich mir diese Schuhe bei eBay für ganz günstig geholt. Und versuche damit auch Spenden zu sammeln, diesmal für die AIDS-Stiftung hier in Frankfurt. Das heißt, wenn ich 1.000 Euro zusammenbekomme, dann werde ich tatsächlich mit diesen Stiefeln starten. Ich hoffe natürlich, einerseits hoffe ich, dass ich es nicht bekomme, weil das ist mörderisch, aber auf der anderen Seite eine 1.000 Euro Spende wäre natürlich eine schöne Sache. Im 200 Kilometer entfernten Münnerstadt erwarten John eine 24 Kilometer lange Laufstrecke und 45 Hindernisse. Extremläufe wie diese haben mit konventionellen Sportereignissen wenig zu tun. Dafür sind sie umso anstrengender. Es ist eine Stunde vor dem Start des Braveheart Battles. In der örtlichen Turnhalle treffen sich der Frankfurter und seine Freunde. Zusammen nennen sie sich die Kabanauten. Das ist Kaba!
Das ist, wie gesagt, die berühmte Kabanautengruppe. Und da fühlt man sich wirklich wohl. Man sieht es ja auch. Das sind ganz Verrückte, die mich irgendwie leiden sehen wollen. Das geht gar nicht. Grundsätzlich gilt bei so einem Rennen, Verkleiden ist erlaubt. In verschiedenen Gruppen nehmen die Sportler an dem Wettbewerb teil. Knapp 3000 Läufer aus ganz Europa haben sich angemeldet. 60 Euro kostet die Startgebühr. Apropos Geld, es gibt Neuigkeiten für John. Wir haben sie! Der Sack ist voll! Oh nein, Leute, wie soll ich denn damit starten? Es ist durch! John, Prost. John, was ist die Situation jetzt? Gerade eben wurden noch 100 Euro auf die 900 Euro gespendet und dementsprechend sind wir bei 1000 Euro. Das ist scheiße! Und während sich die Frankfurter Aids-Stiftung über 1000 Euro freuen kann, hadert John mit seinem Schicksal. Schnupfen, nicht geschlafen, aber das ist alles egal, das ist absolut tödlich. Ich weiß nicht, wie ich damit laufen soll. Ich habe überhaupt keine Vorstellung. Also. Es sei noch einmal festgehalten, dass das Rennen auch für durchtrainierte Sportler in Turnschuhen eine große Herausforderung darstellt. Und immerhin besitzt auch John Ehrgeiz. Oh, ich bin voller Adrenalin, ich bin voller Traurigkeit und voller Adrenalin. Wahnsinn. Ich schätze mal, die krachen, der steht jetzt schon schief. Ja, ich schätze mal, die krachen so bei Kilometer 3 zusammen. Also die High Heels hinten und dann muss ich irgendwie Vorfuß laufen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich habe keine Ahnung. Lass uns überraschen. Schon beim Startschuss wird sichtbar, dass in puncto Schnelligkeit John in den Stöckelstiefeln seinen Kontrahenten wenig entgegenzusetzen hat. Doch noch scheint ihn das nicht zu stören. Braveheart. Der Name ist natürlich eine Anleihe bei dem legendären schottischen Freiheitskämpfer. Knallhart, ausdauernd und leidensfähig robben, schwimmen und taumeln die Teilnehmer über eine Strecke von 24 Kilometern. Bei 5 Grad Außentemperatur. John beschleichen sehr schnell starke Zweifel am heutigen Vorhaben. Die Schuhe rauben in die letzte Kraft, die sind erst bei Kilometer 2 oder 3. Ich schwitze wie ein Schwein. Natürlich geht es John bei so einem Rennen nicht um Siegen. Er will einfach nur durchkommen. Und genießt dabei, dass die meisten hier in erster Linie Spaß am Mitmachen haben. Das Geile ist der Zusammenhalt hier. Die Leute, die helfen sich gegeneinander. Das ist einfach nur fantastisch. Das ist doch Irrsinn, oder? Das ist Irrsinn. Was du gerade sagen? So was für schöne Schuhe hast du hier. Vor 6 Jahren nimmt John am Marathon des Sables teil. Ein sogenannter Ultramarathon über 240 Kilometer. Quer durch die Wüste. Hier kämpft jeder für sich. Beim Marathon des Sables schätzt man den Wert von Wasser. Dort war die Rationierung des Wassers extremst gering. Und diese Erfahrung, die man dort macht mit diesem Wasser und mit der Hitze und das Mentale, was man dann durchgeht, das ist eine extremst bereichernde Erfahrung. Beim Rennen empfindet John diese Erfahrung noch als wenig bereichernd. 45 Grad Hitze, 5 Tage lang. Das ist CP3, Kontrapunkt 3. Das ist Wasser, was übrig geblieben ist. Ich werde sterben, ich komme da nie an. Just need water. Watch. Wenig Spaß, reiner Überlebenskampf. John denkt ans Aufgeben, zum ersten Mal. Ich hol mir jetzt noch Salztabletten. Ich hol mir auch eine extra Flasche, ist mir scheißegal. Haben fast alle hier gemacht. Ja, das ist einfach nicht möglich. Doch John macht weiter und findet am 4. Tag selbst in der Sahara einen Fun-Faktor. Das ist eine Düne, oder? Nach 240 Kilometern erreicht der Extremsportler das Ziel mitten in der Wüste. Der Ultramarathon war Johns bislang härteste selbstgestellte Aufgabe, die er beinahe nicht bewältigt hätte. Es muss doch Schöneres im Leben geben als das. Ich sag euch, hätte ich noch Wasser im Körper, würde ich weinen. Ich würde weinen. Die Grenzen zu verschieben, das ist zum Beispiel die eine Sache, die mich sehr herausfordert. Natürlich kann es dann passieren, wenn die Grenzen zu hoch sind, dass man einen Schritt macht, der dann lebensgefährlich wird. Aber letztendlich, ich lebe noch, dementsprechend ist alles gut gegangen.
Neue Grenzen müssen verschoben werden. Genau deshalb ist John jetzt gerade dabei, sich in Unterfranken durch das erste Hindernis zu kämpfen. In Stöckelstiefeln. Anders wäre es ja langweilig. Die weißen Schnüre, die eng über den Boden gespannt sind, stehen unter Strom. Nicht die einzige Schwierigkeit für ihn. Das Problem ist, oh, du bist schick. Der Schuh ist im Eimer. Alter Schwede. Ich glaube, ich muss sie ausziehen. Das hilft alles nicht. Kriegst du? Vielleicht doch bis 10, oder? Ansonsten muss ich ausziehen. Dann laufe ich barfuß weiter. Durchziehen. Oh, Diver! Wie lange haben wir denn Kilometer hier? Keine Ahnung. Genug. Weiter geht's. Los, geh weiter. Ich bin stolz auf euch. Ich weiß nicht, ich meine, mit der Geschwindigkeit komme ich bestimmt Ostern nächstes Jahr irgendwie an. Dankeschön. Immerhin, in Kürze wartet eine Abkühlung auf den Frankfurter. Insgesamt dreimal führt die Strecke durch einen 2 Grad kalten See. Auch wenn Wettbewerbe wie dieser Fun-Sport genannt werden, jeder Athlet kommt an seine Grenzen. Warum tut man sich sowas an? Diese Frage habe ich schon lange aufgehört, mir zu stellen. Ja, es ist wirklich die Überwindung, der Spaß, mit der Truppe zu laufen. Aber jetzt frage ich mich wirklich auch langsam. Das ist wirklich tödlich. Okay, weiter geht's. Germany's next Superhero! Die Frage nach dem Warum stellt sich bei Fun-Sportarten nur selten. Beim Cheese Rolling in England zum Beispiel müssen die Wettbewerber einen Käseleib fangen, der einen steilen Hügel hinunterrollt. Wer hier abwärts kugelt, nimmt schwere Verletzungen in Kauf. John ist danach, trotz Polsterung, sichtlich orientierungslos. Ach du Scheiße! Ach du Mann! Das ist ja unglaublich, ich hab nichts mehr mitbekommen. Ich konnte nicht laufen. Beim Cheese Rolling ist man sehr, sehr glücklich, ohne Knochenbrüche, einigermaßen nach 18 Sekunden oder ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, unten anzukommen. Bei den Ultraläufen ist das eine sehr, sehr starke mentale Erfahrung, die man da hat. Und wenn man am Ziel ist, das ist eine so große Erleichterung, dass man es geschafft hat. Denn man will ja unbedingt diese Sachen ja auch schaffen. In Unterfranken haben es die ersten Läufer bereits jetzt schon ins Ziel geschafft. Während sie von den Zuschauern gefeiert werden, befindet sich der Frankfurter in seinen hochhackigen Stiefeln noch 6 Kilometer entfernt in einem Waldstück. Sauber! Wuhu! Come on! Ja, mir fällt mir nicht ein. Er hält gut durch. Jetzt bist du auch langsam durch, oder? Ey, dieses Scheißgebirge, ey. Hoch, runter, durch Bach. Immer wieder, ey. Oh mein Gott, ey. Ich hätte nie gedacht. Ach, wie viele Kilometer haben wir? 17, oder? 17 oder 18? Oh, fuck, ey. Das sind ungefähr noch 6 Kilometer, ja. 6 Kilometer. Jetzt noch 6. Aber du gibst nie auf. Nö, also wir kommen an, ob die es sperren oder nicht. Alles klar. Also die Schuhe, der hat jetzt schon einen verloren. Komplett. Moment. Ich glaube, der ist auch hier, Sohle ist offen. Und der hängt immer noch dran. Bis abfällt von selbst. So, zieh deinen Lauf. Ja, yay! Party! Woo! Auch wenn die Streckenposten bereits abbauen, John beißt die Zähne zusammen. Ohne Leiden wäre es ja keine Extremerfahrung. Man geht auf die Schmerzen ein, man sagt, sie sind da. Und man sagt ganz einfach, das ist jetzt ein Teil von dir und dementsprechend musst du dich damit zurechtfinden. Und irgendwann mal fängt es tatsächlich an, eine Selbstständigkeit zu sein und man merkt es dann nicht mehr. Nach 8 Stunden hat auch John es geschafft. Der erste war schon nach knapp 2 Stunden da. Aber John geht es ja um das Extreme, den Schmerz, das Leid. Er ist regelrecht süchtig danach und plant schon jetzt wieder Projekte, die bestimmt wehtun werden. Oder Arktislauf wäre eine sehr schöne Sache, wo man auch mit Sommerklamotten mal versucht, einen Marathon zu laufen. Das wäre natürlich ein Traum für mich. Es hört sich total krank aus, aber es ist tatsächlich so in meinem Kopf drin. Die Absätze kriegen irgendwie Richtung X. Ja!